Oh, sie stehen wieder. Wenn sie stehen, ist gut. Das heißt nämlich, dass es gleich weitergeht. Schlafen die Nachbarn schon? Im Pausenmenü kannst du Mist. Stammblocktopen. So, die zweite Welt ist auch grün. Kommt echt nicht gut mit dem grünen Protagonisten. Okay, es ist ein Chamäleon, von daher, okay. Es ist halt... Ich sag mal so, ne? Super Mario Odyssey geht mit einer schwarz-weißen Welt los. Welche Farbe hat Mario? Rot-blau. Und danach kannst du dir halt sogar deine Kostüme aussuchen in jeder Welt, von daher. Aber ich bin da nur verwirrt. Verwöhnt, glaube ich. Guck mal, vor dem Stein hier sieht das gar nicht so schlimm aus. Aha! Ich renne zwar für meinen Geschmack ein bisschen schnell los, wenn ich mal auch nur so im Ansatz den Dings drücke, aber es geht schon. So, da unten sind ein paar von diesen Federkielen. Ich muss allgemein mal gucken, also. Kann ich hier zufällig... Nee, Gyroskopsteuerung geht hier leider nicht, aber egal. Ach, sieh mal an, ist das das ganze Zeug, was dann später freigeschaltet wird? Also ich meine, muss ja, ne? Denn ich habe gehört, man kann die Welt sozusagen vergrößern mit der Zeit. Es gibt wohl 5 Hauptwelten und die kann man jeweils 3-mal vergrößern. Also gibt es im Prinzip 15 Welten. Von denen sich halt, naja, ein paar nicht wirklich voneinander unterscheiden, außer dass sie halt größer sind. Oh, was? Jetzt soll ich schon meine Energie verschwenden? Los, Lenny! Aber wie kommen wir da hinten hin? Wir müssen nochmal den Pfad zurückgehen. Brauche ich gar nicht machen. Fällt mir da gerade ein, weil... So, haha! Doch nicht, haha! Eins. Noch einer. Wo sind meine wunderschönen Kisten? Ich will sie weiter aufschlecken. Wie enttäuscht er war, als wir uns wieder umgedreht haben. Es ist ein Geist. Wie wir leise sind, sieht er uns vielleicht nicht. Hey, du! Ghostwriter sind wir! Haben euch ein Buch verfasst. Befrei alle 5 den Schatz, den du dann hast. Was? Redest du gerade Yoda? Ein Geist hast du, das reicht fein. Doch nur mit neuer Taktik kannst du alle befreien. Tust dir mal einen Gefallen und hörst auf zu reimen, dann wird dein Text eindeutig klarer sein. So viel zu, die Federquiele Kiele zeigen einem nicht den Weg zu irgendwelchen Sachen. Die haben mich doch gerade ganz gut dahin geführt. Wahrscheinlich würde es ein Ausnahmefall sein, wenn man so das hört, was man hört, aber egal. Nein, ich werde jetzt nicht das ganze Spiel durch die Kritiken aufzeigen. Ich will prüfen nur, ob die vorhanden sind. Rutsche! Und los! Freunde, lecken? Oh. Auch nur böse Buben. Feder! Eine Wolke mit Augen. Ausgetrocknetes Flussbett. Sieht stark danach aus, als müssten wir da irgendwas ändern. Wohin führt denn dieser Weg? Was ist das da? Komm zurück! Sei mein Freund! Ja! Zwei Ghost Rider. Nichts verwechseln mit Ghost Rider.
Das Witzige ist, dass ich in dem Moment denke, dass Ghost Rider eher aus Ghost Rider entstanden ist, weil sich irgendwer verhört hat. Und so meinte, Excelsior, daraus machen wir Charakter. Weiß gar nicht, war das Stan? Gottchen! Ich scheine mir pottweise Ärger eingehandelt zu haben. Hey! Immer schön höflich bleiben! Guck mal, die sind wie wir. Hocken auch den ganzen Tag nur aufeinander rum. Die sind nicht zum Fressen da, also doch, aber nur dann, wenn ich keine Energie habe. Aber sind wir mal ehrlich. Ich erwarte nicht, dass ich hier so schnell Probleme bekomme. Schnitt Probleme! Was soll ich mich beeilen, die arme Person aus dem Topf zu retten? Ich meine, sind wir mal ehrlich. Warum? Sie ist eben nur noch ein Skelett. Und wie lange seid ihr schon ein Paar? Sie sieht ein wenig unterernährt aus. Jesus, Gott sei Dank, seid ihr, dass ihr hier seid. Ich wurde von diesen Dingern entführt und sie wollen mich kochen. Dabei bist du doch nur Haut und Knochen, abzüglich der Haut. Ich verstehe das nicht ganz, aber okay. Knochen kochen, warum nicht? Es gibt ja auch Knochen trocken. Du bist also knochenfeucht? Weiß ich nicht. Das Ding ist jedenfalls, warum? Wenn sie Hunger haben, sollen sie sich einen Charakter aussuchen, der ein wenig fülliger ist, meine Liebe. Vor allem, wie willst du sie sprechen mit diesem... Gottchen, man kann dieser Tage einfach kein Entdecker, keine Entdeckerin von Weltrang mehr sein, ohne gekocht, verspeist zu werden. Helft mir zu entkommen. Dann belohne ich euch mit einem Pagey. Aber macht schnell. Meine Entführer könnten jederzeit mit den Beilagen zurück sein. Ja, klar. Keine Bange, Fräulein. Wir holen dich da raus. Weg von dem Topf, seltsamer Dino. Oh no. Get over here! Ow! Sei mein Freund! Ah, Echse und Fledermaus! Lecker, mit Skelettsuppe geben sie Konsistenzen! Was? Come here! Get over here! Komm, Lady! Die machen wir fertig! Vielleicht sollte ich alle warten, bis sie alle hinter mir herrennen und mich dann umdrehen und so. Das Abendessen scheint auszuweilen. Oh, danke, liebe Echse. Mein ewiger Dank ist dir gewiss. Diese Wilden haben eine anständige Abreibung gekriegt. Aber ich habe das Gefühl, dass sie zurückkommen werden. Spürst du das in deinem Knochen? Bitte nehmt eure Belohnung. Ihr habt sie euch verdient. Pagey! Nur mal kosten. Verstehe nicht, was die da an so finden.
mir scheint, da geht's irgendwann mal weiter. Kommen wir eigentlich hier rein? Ein großes schwarzes Loch, natürlich kommt man da rein. Vor allem, wenn man Zunge hat. Okay. Das war es jetzt wert. Ich könnte erraten, was jetzt kommt, aber ich habe Hoffnung, dass es was anderes ist. Okay, dann halt nicht. Ich weiß, meine Energie und so. Kann ich damit eigentlich jemanden besiegen? Du scheinst genug Federn für meinen ersten Trick gefunden zu haben. Schau in meinem Büro vorbei für ein fantastisches Angebot. Was war das? Ich will auch rülpsen. Hallo Freund! Bist ein bisschen eklig, weißt du das? Na, ich sehe mal, was ich machen kann. Das wird so Folgen-Thumbnail, weißt du? Endlich habe ich das passende Gegenstück gefunden. Was er essen will, vielleicht Steine? Hey ihr! Seid ihr essbar? Nein? Schade. Hey du! Tut mir leid. Ich hab mit dir nichts zu tun, Exe. Und mit Lady? Ja. Eine Feder. Noch eine Feder. Und wieder eine Feder. Komme ich da rauf? Wahrscheinlich nicht. Muss ich mal von außen versuchen. Oh, ey, so viele Wege, die man hier gehen kann. So viele Wege. Nee. Kannst du vergessen, dass ich das so einfach aufgebe. Nee. Ich will da rein. Und wo komme ich raus? Rampos Schatzkammer. Hey. Guck mal, Lady. Neue Truhen. Yay. Hey. Wie kann man dich befreien? Vielleicht indem ich das Feuer fresse? Kann ich Feuer fressen? Das wär's ja. Nee, wahrscheinlich muss ich das irgendwie mit Wasser ausmachen oder so.
Wir kommen später wieder. Aber man hat uns schon mal drei Federn eingebracht, das Herumstreuen.